Beim Aufwachen ist die Welt verschwommen. Was im Traum noch deutlich war, macht plötzlich keinen Sinn. Keine surreale Rettung. Kein magischer Fluchtweg. Aber du bist wach. Wer ist an der Tür? Kapitel 4. Es gibt kein Wir. Ein Türklopfen ließ mich wach werden. Hatte mich gefragt, wann sie kommen würden. Max, ich will sie nicht umbringen. Wollen Sie mich nicht hereinbitten? Sie sind in Gefahr. Wir beide sind es. Auf uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Hier gibt es kein Wir. Sie sind eine Mordverdächtige. Ich müsste sie festnehmen. Ich versteckte mich hinter meinem Abzeichen. Die Wahrheit ist niemals so, wie man sie sich vorstellt. Scharfschütze! Die haben mich gefunden. Es war ein Fehler. Mona, warten Sie! Sie hatte mich geweckt. Sie kam und ging. Und jetzt wurde auf mich geschossen. Ich musste sie finden und rauskriegen, was vorging. Apfel! Apfel! 1-0 für Loni. Fernsehen viele Leute aus. War sowieso nichts Gutes in der Glotze, also. Badezimmer. Bescheiden. Bis ekelhaft. Ich hatte keinen Kopf. Ob das ein Grafikbug oder ein Spielfeature war, ich konnte es nicht beantworten. Wollte es nicht beantworten. Soll es doch sein, was es will. Hier ist Max. Ich bin zu Hause. Ein Scharfschütze ist am Fenster. Weitere Killer sind anscheinend hinter der Tür. Sie kommen. Ich brauche Hilfe. Max? Okay, wir holen sie da raus. Wer ist hinter ihnen her? Keine Ahnung. Kann nicht reden. Muss weg. Ich hatte Hilfe angefordert. Immer ein Etwas. Da oben war er. Ich speicherte und versuchte mein Glück. Hatte keine gute Waffe dabei. Schrotflinte, nö. Natürlich konnte ich ihn nicht töten. Was dachte ich mir auch dabei? Mona. Und Sprung! Netter Versuch. Etwas versperrte von der anderen Seite die Tür. Was hatte ich auch erwartet? Sie hatten den Aufzug blockiert. Natürlich. Doppelmord. Ich nur ein Zeuge. Schuld traf mich nicht. Traf mich nie. Schuld war vielleicht da. Aber ich verdrängte sie. Ich verdrängte sie gut. Ich hatte Erfahrung. Ich bin immerhin ein Profi. Zumindest rede ich mir das ein. Weiter ging es. Wirklich? Spiel dein Ernst? Na klar. Was frage ich eigentlich auch? Als ob das Spiel irgendwelche Scherze machen würde. Auf dem Vorsprung. Good night. Wo war der Killer? Ach du, der Le... Ach, da sind noch welche. Scharfschütze. Nirgends zu sehen. Hier war mein Haus, hier war er. Und er bekam jetzt einen Besuch. Nämlich von mir. Und hier ging's rein, jawohl. Telefon, Leitung tot. Fester Schlaf.
Ich wollte eigentlich Molotow, aber naja, gut. Besser wird's nicht, ganz ehrlich. Er hatte mich genervt. Grund genug, das Zeitliche zu segnen. Kaufmann will, dass wir das erledigen. Finden wir den Typen, legen wir ihn um. Da ist er. Ja, und da seid ihr tot. Danke fürs Gespräch, ihr Wichser. Mega-Animation, ganz ehrlich, so 1, 2, 3, 4, 5. Das hat wehgetan, forderte Opfer. Sie hatten den Aufzug blockiert. Ja, Riesenüberraschung. Kam mir vor, als hätte ich es schon mal gehört. Und weiter geht's. Das waren die anderen! Fuck! Ich muss hier raus! So ein netter junger Mann besucht eine alte Lady wie mich. Nur auf der Durchreise, Ma'am. Ein netter junger Mann. Nicht wie die von oben. Sie sagen, sie wollen renovieren, aber es ist zu leise. Die haben nichts Gutes im Sinn. Der Doktor hat mir Pillen für meine Hüfte gegeben. Es ist aber schon besser. Nehmen Sie sie. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Sie sind im Bad. Bei all den Reinigungsleuten sollte man annehmen, hier wäre es sauberer. Ich habe sie in den Fluren reden hören. Diese Spanner. Oh, ich erinnere mich an die sonnigen Tage auf dem Land mit... Mit... meinem Ben. Oder war das aus dem Fernsehen? Eine gute Frage, Ma'am. Beantworten könnte ich sie nicht. Würde ich sie nicht. Sie werden es wissen. Badezimmer. Pillen für die Hüfte. Ich habe mich erschrocken, weil die Frau hinter mir war. Wo ist denn ihr Badezimmer? Verdammt, ich will Schmerzpillen. Halt nicht, Mann. Sie haben mich verarscht. Ich wollte nicht betrogen werden. Schlechtes Gewissen plagte mich. Nicht deswegen, generell, wegen allem. Auf diesen einen kam es auch nicht mehr an. Immerhin hatte ich Grund dazu. Sie hätte mich einfach angelogen. Ich hatte das verstecktes Schützen gefunden. Foto. Der Raum war voller Überwachungsausrüstung. Kamera. Sie hatten mich seit Tagen, Wochen oder sogar Monaten ausspioniert. Worte. Alle meine Aktionen observiert, aufgezeichnet, analysiert. Der Raum war der Beweis, von dem jeder Paranoide träumt. Oh, wow. Schusssichere Kamera, das ist immer gut. Winterson? Hier ist Max. Ich bin zu Hause. Ein Scharfschütze ist am Fenster. Weitere Killer sind anscheinend hinter der Tür. Sie kommen. Ich brauche Hilfe. Ich hatte genug gesehen, gehört. Das Gebäude erzitterte wie bei einer Belagerung. Der Knall einer Explosion kam aus Richtung meines Apartments. Und der Painkiller kam aus dem Badezimmer. Das, was die alte Lady mir versprochen hatte! Lügnerin. Alles Lügner. Die Hüftpillen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Scheiße! Oh, das war eine Granate. Triple Kill bei Max Motherfucking Payne. Na, das geht besser. Und los. Double. Vielen Dank fürs Mitspielen, Jungs. Der Punkt geht hoffentlich an mich. Weiter ging's. Auch hier niemand. Stockwerk 6. Keine Verdächtigen. Überlebende, das war eine andere Frage. Wieder niemand. Höher ging es nicht. Warum ich nach oben ging, wenn... Mit dem Code konnte ich die Tür nicht öffnen. Hinter der Tür lagen die Suiten. Die waren auch nicht besser als die normalen Apartments. Aufzug. Wohin ich fuhr, ich wusste es selber nicht. Verrückt, Hilfe! Die wollen mich wegbringen!
Schmusen. 1, 2, 3. Das war ordentlich Muni verschwendet, aber müsst ihr selber wissen. Danke, Kumpel, du hast mich gerettet. Ja. Sie haben die Tür von außen versperrt. Mhm. Das sind schlimme Zeiten. Die Tyrannei der Cleaner. Okay, führt noch ein Weg hier raus. Über das Dach vielleicht. Bei den Tauben. Du brauchst den Code zur 7. Etage. Ed kennt ihn, weißt du? Ed, der Hausmeister. Hm. Armer Ed. Diese verrückten Cleaner haben sein Revier übernommen. Okay. Wisch deine Matratze ab. Ich habe zu tun. Ich muss deinen Hausmeister finden. In einem ewigen Auf und Ab in einem Apartment. In einer Wohnanlage. In einem Spaßviertel. Auch hier niemand. Reinigungsmittel, Schmerzmittel, Mittelmittel, halbes Mittel. Man weiß es nicht. It's late, goodbye. Hey! NYPD. Ich brauche den Code für die 7. Etage. Sicher, ich kenne ihn, ich kenne ihn. Warten Sie, euer 667. Des Teufels Nachbar, kapiert? Ja, hab's kapiert. Witzig. Okay. Sie bleiben hier. Okay. In our headlights. Witzig. Du denkst, dich trifft nix. Dank Ironie, weil jede Line ein potenzielles Shirtmotiv für dich ist. Gespeichert. Ich wusste den Code. Des Teufels Nachbar. Lustig, lustig. Da waren ein paar professionelle Witzeschreiber am Werk. In diesem abgekarteten, vermaledeiten, ekelhaften Spiel. Ein Spiel, was ich eigentlich nicht spielen wollte, aber welche Wahl blieb mir denn? Mich ergeben? Den Tod antreten? Müsst ihr selber wissen. Keine Verdächtigen. Noch! Triple Kill für Pain, ihr Wichser. Und ein paar Painkeller für Pain wären auch ganz nett, ihr Wichser. Danke! Ah, scheiße, du bist hier mit Painkillern zugeschissen, das ist ja Wahnsinn. Okay, andererseits, ich spiele auf der einfachsten Spielstufe, also was habe ich eigentlich erwartet? War meine Ehre. Sie toter Mann. Sie toter, toter Mann. Blut an der Wand. Ein weiteres Mordopfer. Eine weitere Person, die mir so egal war, wie fast niemand anders. Sagte ich 2, verzeiht, wir waren 3. Nein, jetzt keine Prince of Persia-Sprüche klauen. Auch wenn die stimmungsmäßig wunderbar gepasst hätten gerade, aber andere Geschichte. Dann geht's hier weiter und... Ach so, da unten. Alles gut. Wo? Was? Ach da. Nichts wie weg. Na komm, Junge. Es ist ein toller Tag zum Sterben. Na, 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 na. Es gibt's doch nicht, Mann. Es war gut geraten, dass ich mit der Maustaste... Danke. War doch jetzt nicht so schwer, oder? Also ja, mit dem Mausrad wirft man Granaten ab. Das habe ich auch gerade jetzt erst erfahren. Das war nicht die Lösung meines Problems. Wo ging es lang? Hier unten. Ein Labyrinth. Auf Fenstersimsen. Hey, es könnte ein neuer Jugendwort werden. Fenstersimsen.
Ich weiß nicht, was die es ist, aber es ist geil. Im Apartment hatte ein Feuer ausgelöst. Na die klar. Flammen umzüngelten meine Vergangenheit und ließen die Schatten nur bedrohlicher erscheinen.